Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Heute mal ein kleines Real Talk Video über den Schnee, weil heute hat es wieder angefangen, das allererste Mal dieses Jahr 2021 zu schneien hier in Bayern bei mir. Und ich persönlich, erzähle euch jetzt nur meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, mein Empfinden zum Schnee. Ich kann ihn nicht ab, ich sage es dir. Schnee ist sowas, auf das könnte ich wirklich mein ganzes, komplettes Leben verzichten. Ich kann damit nichts anfangen. Hat auch schon in meiner Kindheit angefangen. Damals, meine Eltern haben gedacht, sie tun mir was Gutes, sind mit mir, meiner Schwester, oft zum Skifahren gegangen, so oft wie es nur ging. Und das war für mich schon der absolute Graus. Schneekurs musste ich mitmachen, damit ich endlich Skifahren lerne. Aber ich wollte es einfach nicht. Ne? Das ist dann wieder so das Ding, wo man sagt, hey, man muss doch dem Kind was Gutes tun, damit das Kind ja alles erlebt, damit man ihm was mitgeben kann auf den restlichen Weg seines Lebens. Aber damit wurde mir persönlich einfach nichts Gutes mitgegeben, weil ich wusste als Kind schon, nein, Mann, Schnee ist nicht mein Element. Andere finden es geil. Vor allem habe ich viele Leute in Hamburg damals kennengelernt, die wirklich regelmäßig hier runtergefahren sind, hierher zu mir, um halt den Schnee genießen zu können, um es leben zu können, um Skifahren zu können. Und das ist so, ey, ehrlich jetzt, wirklich, dafür gibst du noch viel, viel Kohle aus. Die haben echt ihren gesamten Urlaub dafür geplant, im Winter herzukommen, um Ski zu fahren. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Sogar dieses Biathlon heißt das, glaube ich, oder? Wo du langläufst mit Gewehr hinten und dann auf diese Zielscheiben schießt, so Biathlon, glaube ich. Ich glaube ja. Die sind echt, die haben dafür Tausende von Euros ausgegeben, um das zu planen, um hierher zu kommen, hier in die Gegend, um sich das live anzuschauen. Und einen Biathlon live anzuschauen, ne? Du stehst ja auf einem Fleckchen und wartest, dass die an dir vorbeifahren und dann schießen sie. Ey, bei der Schweinekälte kann ich persönlich einfach nicht nachvollziehen, aber es ist einfach nur mein persönliches Empfinden, meine persönliche Meinung und allein als Baller, ne? Wir haben es nicht leicht. Also, jetzt geht ja wieder gar nichts. Du kannst ja nichts machen. Selbst wenn du Schnee räumst, schneit ja weiter. Es ist schweinekalt. Also, ich wäre wirklich ein Mensch, der auf den Winter absolut verzichten könnte. Sommer pur, ganze Jahr lang, so Los Angeles oder so, Florida. Das wäre für mich schon Temperatur, klimatechnisch eigentlich der perfekte Ort. Der Winter, das halbe Jahr kann man fast sagen, der halbe Jahr Winter, locker 4-5 Monate bis 6, oder, wo schweinekalt ist, wo du nicht wirklich zocken kannst, auf die kann ich echt verzichten, oder? Das ist einfach nur Zeit, die mir fehlt im Leben, um wirklich was Positives, was Schönes zu machen. Es ist furchtbar. Und jetzt noch ohne Halle, jetzt Corona-Zeit, wo die Hallen gesperrt sind. Ey, ein Graus, ein absoluter Graus. Jetzt kommen da hinten noch Kinder, die wo im Schnee spielen, furchtbar. Oh, Wahnsinn. Ja, Kinder, die Spaß am Schnee haben, denen will ich ja die Freude nicht nehmen. Die können es ja gerne machen, aber da muss ich ja nicht dran beteiligt sein. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Furchtbar so. Für mich ist es einfach ein Graus. Autofahren kannst du nicht gescheit. Es ist schweinekalt. In der Früh musst du kratzen, Auto abkratzen. Ich weiß auch nicht. Ich habe nichts Positives, was ich dem Schnee so abgewinnen kann, außer, ja, aber das Positive musst du natürlich finden, habe ich so. Es macht mehr Spaß dann, Videospiele zu spielen im Schnee, ne? Weil du hast die, ich habe keine Motivation rauszugehen, weil was willst du auch machen? Sportlich gesehen, brauchst du eine Halle? Du brauchst eine Halle für Basketball? Basketball ist jetzt hier draußen nicht möglich, außer ein bisschen werfen, das packst du ja nicht lange. Zocken, Playstation zocken bei diesem Wetter ist für mich absolut perfekt. Da kannst du wirklich abschalten, auch am Tag, wo du denkst, ja, was Besseres kannst du eh nicht machen. Gell? Das ist dann ein richtig schönes Feeling für zu Hause. Netflix und Chill, gemütlich einfach. Aber ansonsten, draußen, ey. Der ein oder andere denkt jetzt, wow, Mike, ist das schön, wo du hier wohnst. Oh, so schön in die Berge, so viel Schnee. Mike, schnapp dir die Ski. Mike, los. Aber Mike, das muss man doch genießen. So schön bei dir. Ja, ist für mich persönlich leider nicht so. Ich zeige euch noch ein paar Bilder von damals, wo wirklich Schneekatastrophe hier war, wo sie die Plätze zugeschneit haben. Wisst ihr das noch? Ist es 2 oder 3 Jahre her? Das sind immer wieder krasse Bilder, wie ich finde, weil da war halt mit Basketball noch weniger, weil ey, das war ja Wahnsinn, Mann. Hoffentlich kommt das dieses Jahr nicht. So in der Menge geht's noch, aber das wird nicht bleiben, es kommt noch mehr. Ich weiß schon, ich sehe es schon wieder kommen, Alter. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Tschüss.